Unter Gottes Zuflucht durften wir das Jahr 2021 führen und begehen. Und unter diesem Thema steht auch der Jahresschlussgottesdienst, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße und freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich möchte Sie auf einen Fehler hinweisen in unserem Gottesdienstblatt. Das Lied 66, 1 bis 3 hat einen anderen Text, als er darin abgedruckt ist. Das ist nämlich das Lied 63, das darin abgedruckt ist. Wir singen aber vom Lied 66 die Verse 1 bis 3, so wie angegeben. Der Herr segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohne. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herre Gott, erhabe dich. Christus, Gott,
Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, ewiger Gott, dass du uns im vergangenen Jahr an Leib und Seele viel Gutes getan hast. Wir bitten dich, erfülle auch das neue Jahr mit deinem göttlichen Segen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel für den Altjahresabendgottesdienst, wie sie geschrieben steht im Römerbrief im 8. Kapitel. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja! Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Hört auch das Evangelium dieses Abends, es steht geschrieben bei Lukas im 12. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Buch Samuel im 7. Kapitel, den Vers 12. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Shen und nannte ihn Eben-Eser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dies, dein seligmachendes Wort, an unser aller Herzen. Amen. Das Jahr geht still zu Ende
So heißt es in einem der Lieder zum Jahreswechsel. Vielerorts wird schon seit Wochen Rückschau gehalten auf das Jahr 2021 und was es uns gebracht hat. Und es ist recht und billig, dass wir im Aufblick zu Gott ebenso jetzt Rückschau halten. Welchen Segen durften wir erfahren? Aber auch, welche Last hat er uns auferlegt und hilft er uns zu tragen? Unsere Gemeinde durfte 2021 auch Gutes und Böses erfahren. Wir durften ein Kind zur Taufe bringen. Wir durften zwei Jugendliche konfirmieren. Im September durften wir 150 Jahre St. Johannesgemeinde feiern in einer Festwoche. Und so durften wir erleben, wie Gott uns reich gesegnet hat. Er hat uns auch Schweres auferlegt, besonders manchen Gemeindegliedern, denn vier Gemeindeglieder haben wir zur letzten Ruhe gebettet, nachdem sie im Frieden heimgegangen sind zu unserem lieben Heiland. Dafür können wir trotzdem Gott loben und danken, denn er hat sie heimgeholt in seine Herrlichkeit. Die Gemeinde hat aber auch als Ganzes manches zu tragen gehabt. Denken wir an die Einschränkungen durch Corona. Manches Gemeindeglied haben wir schon länger nicht hier gesehen, weil es sich nicht raustraut und sich immer mehr von der Gemeinde entfremdet. Das Virus spaltet die Gesellschaft, aber es zerreißt eben auch Gemeinden und sogar Familien. Der Teufel hört nicht auf zu wüten, solange ihm noch Zeit bleibt. Und er weiß, seine Zeit läuft langsam ab. Aber trotz allem konnten wir auch im zu Ende gehenden Jahr Gottes Wort frei verkündigen und dabei sogar durch die Übertragungstechnik noch viel mehr Leute erreichen als vor Corona. Und so kann man dem Schlechten doch immer auch viel Gutes abgewinnen und Gott dafür danken. Denn wo Gottes Wort verkündigt wird, da sendet er auch seinen Geist aus und da baut er sein Reich, da stärkt und schützt er seine Kinder. Und so wollen wir jetzt Rückschau halten und in Gedanken mit Samuel einen Gedenkstein aufstellen mit der schönen Inschrift: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Er hat uns geholfen, sodass wir leben. Er hat uns geholfen, sodass wir ihn heute hier loben können. Und er hat uns geholfen, dass wir in Frieden dieses Jahr beschließen können. Der Herr hat geholfen, sodass wir leben. Was trieb eigentlich damals Samuel dazu, diesen Gedenkstein aufzurichten zwischen Mizpa und Shin? Nun, wir schreiben etwa das Jahr 1050 vor Christus, da regierte Gott durch den Propheten und Richter Samuel, den er selber zu diesem Amte gesalbt hat. Und in dieser Zeit, da wüteten die westlichen Nachbarn, besonders die Philister, immer wieder gegen das Volk Israel. Es kam sogar dazu, dass den Philistern gelang, die Bundeslade mit dem Gnadenthron Gottes in Besitz zu nehmen. Das Volk Israel war daraufhin traurig. Ja, mehr noch, es schien, als hätte sich Gott von ihnen entfernt. Wie sollte es weitergehen? Und jetzt mussten sie auch noch Ungläubigen dienstbar sein und gehorchen. Das fiel ihnen besonders schwer. Doch Gott hatte sich von seinem Volk keineswegs abgewandt, sondern er hat ihm treu geholfen.
Er schlug die Philister mit Krankheit und Verderben, so dass sie nach 7 Monaten gewissermaßen freiwillig die Bundeslade wieder zurückschickten zum Volk Israel. Ja, mehr noch, sie luden noch Geschenke mit auf zur Versöhnung auf den Wagen, der die Lade zurück zu den Israeliten brachte. Doch für einige Israeliten kam selbst das zu spät. Sie hatten sich längst von Gott abgewandt. Sie hatten den Philistern mehr Freundschaft zugebracht und ihren Abgöttern. Und sie ließen sich auch nicht davon abhalten. Das ging eine lange Zeit. Nach 20 Jahren aber, da wollte Samuel sein Volk aufrufen, sich doch wieder zu Gott zuzuwenden. Und er lud sie alle ein nach Mispa. Und dort baute er einen Altar, opferte Gott und bat um seine Hilfe. Er bat darum, sie doch von den Philistern zu befreien, die schon wieder die Israeliten bedrängten. Und der Herr, der erhörte das Gebet, und vor den Augen der Israeliten schlug er sie, stand seinem Volk bei. Und daraufhin stellte Samuel Gott zum Lob und zum Preis ein Denkmal auf. Er richtete einen Stein auf, der wurde nicht groß behauen, er wurde hingestellt und gesagt, das ist Ebenezer, Stein der Hilfe. Diese Geschichte zeigt recht eindrücklich, wie Gott zu seinem Volk steht, wie er sein Volk beschützt und wie er es behütet, wie er es bewahrt über lange Zeit, selbst dann, wenn alles verloren scheint. Und nun lasst uns zurückblicken. Wie ist es uns ergangen in diesem Jahr 2021? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch sagen, der Herr hat uns wunderbar geholfen. Tag für Tag war er bei uns. Oder musste irgendeiner unter uns Hunger leiden, weil Gott ihm nichts zu essen gegeben hatte? Musste irgendjemand von uns unter freiem Himmel schlafen, es sei denn, er hat das freiwillig von sich aus gewollt? Musste jemand obdachlos sein, weil Gott ihm das Haus, das Dach über dem Kopf genommen hätte? Wohl eher nicht. Unsere Schränke sind voll mit Kleidungsstücken und wir stehen vor Schuhschränken und manchmal weiß der ein oder andere vielleicht gar nicht, was soll ich denn heute anziehen? So viel hat uns Gott gegeben. So reich hat er uns gesegnet. Wir haben viel mehr, als wir wirklich zum Leben bräuchten. Wenn wir im Fernsehen Bilder sehen von Flüchtlingen, die nur das bei sich haben und haben, was sie eben gerade am Körper tragen. Und dann schauen wir in unsere Schlafzimmer oder in unsere Schränke. Wie wunderbar hat uns Gott versorgt und in aller Treue am Leben erhalten, auch in diesem für uns und unserer Meinung nach schwierigen Jahr 2021. Täglich hat er auch seine Hand über uns gehalten, wenn wir mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Und der eine oder andere, der denkt jetzt vielleicht an eine Situation, wo ihn Gott ganz wunderbar behütet hat, vor Schaden bewahrt hat. Vielleicht ist das Auto Schrott, aber sein Körper durfte unversehrt bleiben. Wir haben allen Grund, mit Samuel heute Abend einen Gedenkstein aufzurichten, mit der Aufschrift Stein der Hilfe. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Doch Gott hat noch viel mehr getan an uns, als dass er uns das Leben geschenkt und erhalten hat. Er hat uns nämlich ein Leben geschenkt, das über den Tod hinausreicht. Damals hat Gott den Israeliten geholfen, weil Samuel ein Opfer gebracht hat und Gott um Hilfe bat. Für uns hat jemand ganz anderes ein vollgültiges Opfer gebracht. Das Opfer, das Samuel damals gebracht hat, das war genauso ein Schatten wie die anderen alttestamentlichen Opfer für das eine Opfer, das der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha am Karfreitag
später gebracht hat. Und weil Gott seinen Sohn für uns hat so leiden lassen, weil Jesus Christus im vollen Gehorsam gegenüber seinem Vater dies auf sich genommen hat, sieht Gott dich heute und mich gnädig an. Wer wollte nicht Gott dafür loben und preisen, an diesem letzten Abend des Jahres ganz besonders? Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Wir dürfen leben und wir dürfen Gott loben. Samuel wusste genau, woher seine Hilfe im Kampf gegen die Philister kam, und deshalb stellt er nicht bloß diesen Stein auf, eben Esa, Stein der Hilfe, sondern er sprach auch, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das war der rechte Gottesdienst. Das ist der Gottesdienst, der Gott gefällt, wenn wir ihn lobend verehren, wenn wir ihn preisen und anbeten. Nicht umsonst finden wir so viel Lobpreis in seinem Wort. Da ist etwa David, der im Psalm 30 singt: Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Und an anderer Stelle: Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und vor einer Woche, da hörten wir diesen wunderbaren Gesang der Engel, den wir dann auch ausgelegt bekommen haben am ersten Feiertag. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und von den Hirten heißt es nach ihrem Besuch bei dem kleinen Kind in der Krippe, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Unser Lobpreis, der gefällt Gott. Über den freut sich Gott. Und wir haben doch allen Grund, Gott zu loben. Er hat uns am Leben erhalten, das haben wir schon gehört. Er hat uns behütet. Er hat uns ein ewiges Leben durch seinen Sohn geschenkt. Aber er hat uns vor allem auch den Glauben an diesen Sohn geschenkt und ihn Tag für Tag in diesem zu Ende gehenden Jahr erhalten. Wo wären wir heute, wenn er uns nicht im Glauben festgehalten hätte? Selbst wenn wir ihn verachtet, sein Wort nicht gelesen, die Andacht nicht gehalten haben, er hat es uns doch nicht entzogen. Noch heute lädt er uns ein: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch frisch machen, ich will euch stärken, ich will euch erquicken. Und wenn wir meinten, dass er uns doch nicht mehr annehmen werde, weil unsere Schuld zu groß ist und weil wir ihn so oft betrübt haben, wenn unser Glaubenslicht nur noch glimmte, dann erinnerte uns der Herr an das, was er durch den Propheten Jesaja sagt: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, so wie wir es zu Weihnachten tun, wenn die Kerze einfach nicht ausgehen will und es nebelt die Bude voll und stinkt, dann drücken wir das aus. So macht's Gott, der Herr, nicht mit unserem glaubensglimmenden Docht, sondern er will ihn neu entfachen durch sein Wort und Geist. Gerade auch zu dir hat Gott seinen Heiligen Geist 2021 täglich gesandt, wenn du sein Wort gelesen hast. Und er hat dich dadurch im Glauben zugerüstet und gestärkt. Wir haben also wirklich alle reichlich Grund, Gott zu loben. Und wir dürfen wahrhaft fröhlich sein an diesem letzten Abend des Jahres. In dem Wunderkind, an dessen Geburt wir vor einer Woche dachten, haben wir die Bezahlung und das Lösegeld für die Schuldstrafe, die wir eigentlich verdient hätten und von der er uns freigekauft und bewahrt hat. Und trotz mancher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie durften wir hier in unserer Gemeinde doch wieder Gottesdienste halten, durften uns regelmäßig unter seinem Wort versammeln und waren regelmäßig eingeladen, uns stärken zu lassen im heiligen Abendmahl. Ach, dass uns Gott doch vergeben wolle, wo wir all das verachtet hatten. Neben dem Leiblichen hat er uns vor allem viel geistlichen Segen zugutekommen lassen.
Und so wollen wir jetzt mit David bitten: Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ich will dich loben, weil du mir bis hierher geholfen hast. Ich darf leben, ich darf dich loben und ich darf sogar im Frieden dieses Jahr beschließen. Erinnern wir uns noch einmal an die Geschichte, an das Geschehen, das Samuel dazu führte, den Stein zwischen Mispa und Schem aufzustellen. Während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mispa und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn eben Esa und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Nachdem das Volk Israel mit den Philistern Frieden hatte, errichtete Samuel also seinen Gedenkstein. Ein weiterer Grund, Gott zu loben, bestand für ihn darin, dass er Frieden hatte mit den Nachbarvölkern. Auch wir dürfen durch Gottes Gnade auf ein friedliches Jahr 2021 zurückblicken. Wie viele Generationen vor uns durften das schon erleben, so lange im Frieden leben zu können wie wir? Zwar gibt es manchen Unfrieden im Land, weil manche Menschen einfach Gottes Willen nicht akzeptieren und der Obrigkeit nicht den Respekt zukommen lassen, der ihr gebührt und den er fordert. Sie setzen sich über Gesetze hinweg und stiften Unfrieden. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir doch auf friedliche Zeiten zurückblicken. Und wie viele Hände und Herzen und Münder haben auch in diesem zu Ende gehenden Jahr Gott in den Ohren gelegen und gebetet: Herr, gib Frieden und erhalte ihn in unserem Land. Und Gott hat es geschenkt. Wir dürfen Frieden haben. Aber blicken wir noch einmal auf Samuel. Er hatte noch einen anderen Friedensgrund für sein Lob. Die Bundeslade war wieder da. Der Ort, auf den der hohe Priester einmal im Jahr das Blut des Bundes sprengte zur Versöhnung. Es war der Gnadenthron, der Deckel auf der Bundeslade, auf dem Gott in seiner Gnade saß, wo er zugesagt hat, seinem Volk gnädig zu sein. Und so wusste Samuel, die Bundeslade ist da, wir haben Frieden mit Gott. Und auch du darfst darauf zurückblicken, dass du im Frieden mit Gott leben darfst. Und gerade das Geschehen um Weihnachten und Ostern, das wir auch in diesem Jahr wieder verkündigt bekommen haben, erinnert uns daran, warum wir Frieden mit Gott haben, weil er selbst ihn gestiftet und uns geschenkt hat ins Herz. Gott lädt uns jeden Tag neu ein, in seinem Wort Kraft zu schöpfen gegen die Anläufe des Teufels. Er lädt uns ein, sich von ihm Vergebung und Stärkung schenken zu lassen durch sein Wort. Er lädt uns aber besonders auch ein, zu seinem Tisch zu kommen, wo er uns das Blut des Bundes unter dem Wein zu trinken reicht und zuvor den Leib seines Sohnes unter dem Brot, der auch deine und meine Sünde ans Kreuz getragen hat. Und Jesus sichert dir zu: Du darfst zu meinem himmlischen Vater auch Vater sagen. Du darfst sogar Papa sagen. Das ist es, was Luther wiedergibt mit Abba, lieber Vater. Ja, du darfst in Gott deinen Vater wissen und ihm vertrauen und zu ihm kommen, nicht nur am Abend dieses Jahres, sondern auch jeden Tag des neuen Jahres, an dessen Schwelle wir stehen. Und Jesus
der malt uns die Liebe des Vaters so richtig schön vor Augen, wenn er sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Oder bei Johannes, er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das sagt Jesus Christus, dein Heiland, von deinem Vater für dich zur Stärkung. Sollte der in Unruhe, Unzufriedenheit, Hass und Habgier leben, der weiß, ein Kind Gottes sein zu dürfen, durch Gottes Gnade? Keineswegs. Er kann im Frieden leben. Er kann im Frieden leben mit dem, der ihn geschaffen hat und ihn erlöst hat. Er kann im Frieden leben, auch mit seiner Familie und mit seinen Mitmenschen. Er darf wissen, ich bin bei Gott in Gnaden, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Gott mich so überaus liebt. Und darauf vertrauend dürfen wir dieses Jahr 2021 beschließen und getrost und voller Zuversicht auf das vor uns liegende neue Jahr zugehen. Und wir müssen keine Sorge haben. Der, der in diesem Jahr bei uns war, der bleibt es auch im kommenden Jahr. Denn er hat uns unendlich lieb. So lieb, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle in den Tod gegeben hat. Und er ist auferstanden und wir werden auch leben und ihn sehen in Ewigkeit. Oh ja, wir haben allen Grund, heute ein Denkmal aufzustellen. Eben Esau, Stein der Hilfe. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Wir dürfen leben, wir dürfen ihn loben und wir dürfen im Frieden das Jahr beschließen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns nun niederknien, um die Sünden des vergehenden Jahres abzulegen, Gott um Vergebung zu bitten und miteinander zu beichten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, womit ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewig wohlverdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich, durch deine grundlose Barmherzigkeit und durch das unschuldige, bittere Leiden und Sterben deines lieben Sohnes Jesus Christus, du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und mir zu meiner Besserung deines Heiligen Geistes Kraft verleihen. Amen. So frage ich euch vor Gott, dem Allwissenden, und auf das Zeugnis eures Gewissens. Ist das euer alleraufrichtiges Bekenntnis, dass ihr eure Sünden von Herzen bereut, an Jesus Christus glaubt und den guten, ernsthaften Vorsatz habt, durch den Beistand Gottes des Heiligen Geistes euer sündhaftes Leben in Zukunft zu bessern? So bezeugt dies mit einem lauten Ja. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch allen, Kraft meines Amtes als ein berufener und verordneter Diener des Worts, die Gnade Gottes, und vergebe euch anstatt und auf Befehl unseres Herrn und Heilands Jesus Christus alle eure Sünden. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir wieder ein Jahr vollendet haben und in deinem Namen ein neues anfangen dürfen. Ach Herr, wie groß ist deine Güte, die du uns bisher erwiesen hast. Dein heiliges Wort und Sakrament hast du uns rein erhalten, unserem Land friedliche Zeiten geschenkt, uns täglich Nahrung gegeben und viel Unglück von uns abgewendet. Du hast unsere vielen Sünden nicht ungestraft gelassen, aber uns auch deine Gnade nicht entzogen. Dafür sagen wir dir von Herzen Lob und Dank und bitten dich, erbaue die Christenheit, erhalte uns dein reines Wort, heilige alle Diener deiner Kirche, behüte uns vor falscher Lehre, leite die in Sünde leben zur Umkehr. Stärke die Treuen und Gottesfürchtigen. Bringe die Irrenden zurück auf den richtigen Weg. Stärke die Obrigkeit in unserem Land. Fördere guten Rat und Tat. Bewahre uns vor Krieg. Wende wirtschaftliche Krisen ab. Gib unserer Stadt Einigkeit. Wehre dem Zorn des Teufels und sende uns deine heiligen Engel. Segne uns auch im neuen Jahr, lieber Vater. Nimm von uns allen Schmerz an Leib und Seele. Gib unseren Herzen Freude, unserem Leib Gesundheit. Segne unsere Nahrung. Gib Gelingen zu allem, was wir tun. Zeige allen Menschen dein Erbarmen. Hilf allen treuen Arbeitern. Schütze Witwen und Waisen. Tröste die Elenden. Erfreue die Traurigen, pflege die Kranken, hilf den Bedrängten, sei bei den Sterbenden. Herr, wir rufen zu dir, lass uns nicht zu Schanden werden.
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Heiland und Erlöser. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Wir wollen uns zum Schluss grüßen mit Gottes Wort für diesen Altjahresabend aus Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Lieben einen behüteten, ruhigen Jahreswechsel und schon einmal ein gesegnetes und gnadenreiches Jahr 2022. Verabschiede mich wieder an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen einen behüteten Nachhauseweg und eine ruhige Nacht. Auf Wiedersehen. Der dreieinige Gott segne uns alle mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Musik.